Etwas Erfreuliches gab es am Sonntagmorgen auch. Julian Draxler, der in Hoffenheim gefehlt hatte, stand auf dem Trainingsplatz und zauberte. Draxlers Sehnenreizung im Knie ist soweit abgeklungen. Er ist fit für das Champions-League-Spiel in Basel. Zumindest ein Lichtblick, denn auf Schalke brodelt es mal wieder nach dem verschenkten Sieg beim 3:3 in Hoffenheim. Das Problem hatten wir am Anfang der Saison auch, dass wir eine gute Leistung vielleicht über 30, 45 Minuten nur gebracht haben. Wir müssen das einfach über 90 Minuten konstant auf den Platz bringen. Die alte Leier. Schalke spielt fürchterlich schwankend. Von Stabilität keine Spur. Trainer Jens Keller war nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen, hatte aber bereits in Hoffenheim vor laufender TV-Kamera ungewohnt angefressen auf die in seinen Worten Scheiß-Mentalitätsfrage reagiert. Keller würde von Konzentration sprechen. Auch die Spieler wollen sich keine mangelnde Mentalität nachsagen lassen. Mentalitätssache ist das nicht. Also wir haben eine gute Mentalität im Kader, in der Mannschaft und auch unter den ersten Elf, die gestern auf dem Platz standen oder auch die reingekommen sind. Ja, es ist dann halt einfach ein kollektives Versagen gewesen in der zweiten Halbzeit, muss man ganz deutlich so sagen. Egal, ob man es nun Mentalität, Konzentration oder kollektives Versagen nennt, die Mannschaft bekommt die Probleme nicht in den Griff. Und das hat auch der Trainer zu verantworten. Keller hat nun erstmals scharf reagiert. In Absprache mit Sportvorstand Horst Held wurde Jermaine Jones für das Spiel in Basel suspendiert. Jones soll eine Denkpause bekommen, könne aber am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Dass sich Jones quasi als Retourkutsche nun am Meniskus operieren lassen wolle, hat er via Twitter dementiert. Dennoch, auf Schalke hat sich das mit der Ruhe und Euphorie erstmal wieder erledigt.